Servus Leute, willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem Dezember. Ja, 2017 ist vorbei. 2018 haben wir ein gutes neues Jahr, wünsche ich euch. Tja, wie gesagt, willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem Dezember 2017. Bei uns hat Anfang Dezember, ich komme ja aus der Nähe von Rodenburg ob der Taube, hat ein neues Buchgeschäft, ein neuer Buchladen aufgemacht. Ja, leider hat vor ganz, nicht allzu langer Zeit, vor einer Weile schon, mein geliebter Buchladen in Rodenburg zugemacht. Ja, musste leider schließen, die Online-Konkurrenz war einfach zu groß. Und ja, trotz allem hat bei uns in Rodenburg ein neuer Buchladen aufgemacht. Und zwar eine Kette, vielleicht kennt ihr das, Ruprecht, glaub heißt die. Und ja, da habe ich mal reingeschaut. Bisher einmal, ein einziges Mal war ich drin, wollte mal sehen, wie das hier da so ausschaut. Und da habe ich mir von Jonathan Stroud Lockwood und Co. Das ist der fünfte Teil und letzte, glaube ich, der Reihe Das grauenvolle Grab mitgenommen. Ja, tja, ich lese gar nicht vor, was da hinten so drauf steht. Ja, geht auf jeden Fall wieder um Geister und Geisterjagd und es wird ziemlich heftig. Ja, und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht, weil ich habe auch tatsächlich bisher bloß drei Teile gelesen. Auch wenn ich den vierten Teil da unten im Regal schon stehen habe, aber bisher habe ich einfach noch nicht in die Stimmung gefunden, weiterzulesen. Auch wenn mir die ersten drei Teile richtig gut gefallen haben. Irgendwie, ich habe ganz kurz mal den vierten Teil angelesen, musste ihn aber dann irgendwie wieder weglegen, weil, keine Ahnung, ich war nicht im Feeling dafür, für die Story. Und ich dachte mir, oh, wenn ich den jetzt lese und ich bin nicht in der Stimmung drauf, und habe den Bock einfach nicht auf das Thema, dann würde ich dem Buch Unrecht tun. Und deswegen warte ich lieber, bis ich dann in die Stimmung komme und bis ich dann eben Bock wirklich drauf habe. Und mal schauen, vielleicht habe ich demnächst mal richtig Lust, da eben weiterzulesen. Und dann habe ich eben schon mal den fünften Teil. Ja, und jetzt werden mich bestimmt werden viele am Bildschirm sitzen und sich denken, ja, ernsthaft, das hast du immer noch nicht gelesen. Und ich muss gestehen, tatsächlich, ich habe nur mal den Film gesehen und ich habe da sogar den nur immer wieder in Etappen gesehen. Weil ich ihn irgendwie nie durchschauen konnte. Der Film ist irgendwie, ja, gibt Besseres. Aber ich habe mir von Philip Pullman Der goldene Kompass angeschafft. Und wie ihr vielleicht hier sehen könnt, ich bin auch dabei, den gerade zu lesen. Und ja, wahrscheinlich kennen viele schon die Story um Lyra Belacqua, glaube ich, heißt die Gute, und eben den goldenen Kompass. Ich finde die Story cool und die Welt, in der das spielt, ist auch irgendwie total cool. Das ist so ein bisschen Steampunk-mäßig. Ist eine
ein anderes Universum, aber ziemlich dicht an unserem. Aber ja, ja, genau darum geht es ja in der Story. Und ja, ich glaube, das ist der zweite Teil. Das habe ich mir auch holen müssen, natürlich. Das Bernstein-Teleskop. Ich bin nicht ganz sicher, aber irgendwie, das hier spielt in dieser anderen Dimension und irgendwie eines spielt mehr in unserer Welt. Ich glaube, das ist hier das Bernstein-Teleskop. Das hier spielt dann irgendwie in beiden. Berichtigt mich oder auch nicht, lasst bleiben. Ich werde es schon erfahren, denn ich bin ja gerade dabei, das zu lesen. Und ich will mich gar nicht selber groß spoilern, um hier den Klappentext zu lesen. Kosten alles so um die 18,99, 20 Euro so in dem Dreh. Und ja, das ist eigentlich diese Trilogie um den Goldenen Kompass. Und dann gibt es ja noch über den Wilden Fluss. Das ist irgendwie, glaube ich, die Vorgeschichte zu der ganzen Story und erklärt, glaube ich, noch mal ein bisschen was oder wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall auch darauf gespannt, was was da noch so auf uns zukommt. Ich habe zwar noch ein paar andere Bücher vorbestellt, die werde auch aber erst nächsten Monat oder übernächsten Monat vielleicht sogar erst sehen, also wie auch immer. Das sind auf jeden Fall die 5 Neuzugänge, die ich im Dezember noch reinbekommen habe. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.